Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man mit einem Villager eine ganz vollautomatische Karotten- oder Kartoffelfarm bauen kann, je nachdem, was man halt farmen möchte. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert mit Farmer-Villagern, denn die sind dazu in der Lage, eben Karotten und Kartoffeln zu ernten. Und dann können wir die einfach aufsammeln mit einer Trichterkombination hier und dann können wir die Karotten oder eben Kartoffeln, wie gesagt, je nachdem, was ihr möchtet, einsammeln lassen. Und das ist eine ziemlich einfache Farm, die geht super schnell zu bauen und ist auch sehr günstig. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Tutorial an. Und das erste, was wir machen, ist, wir platzieren erstmal eine Kiste, wo dann später die Kartoffeln oder Karotten eben rein sortiert werden sollen quasi. Und dann gehen wir dahinter und machen einmal Shift und Rechtsklick mit einem Trichter. Der zeigt dann Richtung Kiste. Und dann machen wir neben den Trichter auf der linken Seite nochmal einen Trichter, der dann in den Trichter zeigt. Und da oben drauf nochmal zwei Trichter. Und oben auf den obersten Trichter drauf kommt dann einmal eine Schiene und ein Trichter-Minecart. Und alles, was das hier jetzt macht, ist quasi die Items einsammeln. Das bedeutet, wenn hier oben jetzt eine Karotte zum Beispiel ist, dann wird die eingesammelt und landet dann im Endeffekt unten in der Kiste. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen uns einen Dirtblock und platzieren den mit Shift und Rechtsklick wieder gegen den obersten Trichter quasi. Das sollte dann so aussehen. Und dann platzieren wir in der Mitte erstmal einen Block. Den machen wir allerdings später nochmal weg, weil wir platzieren jetzt hier nämlich erstmal einen Composter-Block. Das ist nämlich, damit der Villager, der hier steht, auch weiß, dass er ein Farmer-Villager ist, weil durch den Composter-Block kriegt er eben quasi den Beruf, wenn man so möchte. Und ja, deswegen ist er halt sehr wichtig. Und was wir dann machen, ist hier vorne ein Wasserbecken hin. Und zwar platzieren wir dann hier drumherum erstmal ein paar Blöcke. So in etwa. Und dann können wir hier nämlich Wasser rein platzieren, ohne dass es hier irgendwo rumfließt. Das wäre ein bisschen nervig. Und mit dem Wasser sorgen wir dann dafür, dass der Ackerboden halt auch Ackerboden bleibt. Und dann nehmen wir einen Dispenser und platzieren hier erstmal wieder irgendeinen Block, den wir gleich wieder wegmachen. Und platzieren dann dagegen den Dispenser, sodass der Dispenser auf diesem Block hier auch nochmal guckt. Denn wir werden nämlich später hier Knochenmehl reinfüllen quasi. Und dann wird hier oder werden die Karotten oder Kartoffeln eben ganz schnell wachsen. Und dadurch kann der Villager eben dann noch mehr ernten quasi. Und was wir dann machen, ist, wir gehen hier von diesem Block ein weiter nach hinten und noch ein weiter nach hinten und platzieren dann hier einmal zwei Blöcke und hier nochmal eine Reihe Blöcke. So. Sollte dann in etwa so aussehen. Und da kommt jetzt nämlich eine kleine Redstone-Leitung drauf. Und zwar brauchen wir dafür insgesamt einen Redstone-Block, einen Redstone-Repeater, einen Redstone-Comparator und ein bisschen Redstone-Dust eben. Und das Redstone-Kabel quasi legen wir dann so. Dann platzieren wir hier einen Repeater hin, der in diese Richtung zeigt. Und platzieren dann von hier quasi einen Comparator, der so aussieht. Und dann machen wir einmal Rechtsklick auf den Comparator, sodass diese eine Redstone-Fackel da angeht. Und dann platzieren wir hinter den Comparator nochmal einen Redstone-Block. Und das sorgt jetzt dafür, wie ihr seht, dass hier ganz schnell und ganz oft ein Signal kommt und dementsprechend der Dispenser würde jetzt ganz oft eben einfach das Bone Meal quasi benutzen und platzieren, sodass die Karotten eben sehr schnell wachsen. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Wir schnappen uns jetzt einmal hier nochmal Glas. So. Dann brauchen wir noch eine Hacke, damit wir eben den Ackerboden machen. Und dann braucht ihr, wie gesagt, Kartoffeln oder Karotten. Je nachdem, was ihr halt anbauen möchtet. Ich nehme jetzt mal Karotten. Dafür braucht ihr dann erstmal ein paar Stacks. Denn wir müssen erstmal das Inventar vom Villager quasi voll kriegen. Und was wir dann noch brauchen, ist natürlich der Villager an sich. Dann umranden wir das Ganze hier erstmal noch, damit der Villager nicht ausbrechen kann. Insgesamt zwei hoch, das müsste reichen. So. Und wenn wir jetzt hier den Villager reinstellen, das können wir mal schnell machen, so. Dann müsst ihr hier, wie gesagt, den Villager reinkriegen. Und der hat jetzt am Anfang noch keinen Job, aber er erkennt dann, dass hier ein Composter ist. Und wird dann eben zum Farmer-Villager, das erkennt ihr an dem Hut. Dann müsst ihr dem erstmal ein paar Karotten hinschmeißen, solange bis sein Inventar halt voll ist. Und ich glaube, das müssen vier Stacks sein, die man dafür braucht. Ich kann das nochmal hier eben ausprobieren. Und jetzt seht ihr, die Karotten sammelt er nicht mehr ein, das bedeutet, sein Inventar ist voll. Und die können wir uns dann wieder schnappen. Und dann können wir hier einfach mit einer Hacke den Ackerboden machen und da eben dann eine Karotte drauf anpflanzen. Und jetzt fängt er eben an, quasi die Karotten zu ernten. Aber ihr seht schon, die Karotte wächst ja gar nicht, das ist ja blöd. Um das Ganze eben schneller zu machen, haben wir da oben den Dispenser gestellt. Und zwar müssen wir jetzt in den Dispenser rein nochmal Bone Meal tun. Oder halt Knochenmehl auf Deutsch. Das bedeutet, ihr braucht am besten einen ganzen Haufen Bone Meal. Ihr könntet sogar theoretisch eine Bonemeal-Farm hier anschließen. Ich habe nämlich auch schon ein Tutorial zu einer Bonemeal-Farm gemacht. Könnt ihr euch angucken. Und dann platziert ihr einfach einen Trichter dagegen, gegen den Dispenser und da oben eine Kiste drauf. Tut dann hier ganz viel Bonemeal rein. Und jetzt wird das Bonemeal quasi in den Dispenser gebracht und der wird es jetzt immer benutzen, wenn er kann. Und dann wachsen hier eben die Karotten, wie ihr hier seht. Und der Villager würde jetzt irgendwann anfangen, die abzubauen. Und dann würden die Items droppen, kommen dann in den Trichter und landen dann im Endeffekt wie diese eine Karotte schon in der Kiste hier unten. Und jetzt könnt ihr hier einfach in der Nähe sein und würdet jetzt nebenbei immer Karotten oder eben Kartoffeln farmen. Und wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr noch mehr von diesen Maschinen quasi nebeneinander bauen und dann habt ihr natürlich noch viel mehr Karotten und Kartoffeln. Und ja, das war eigentlich das ganze Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal Hashtag Karotte in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit der Farm. Das Video ist ja zu Ende. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.